Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass so Simulationen wohl mein Ding sind. Nach den großartigen Dude Simulator Teil 2 und 3 und den Car Mechanic Simulator 2018 spiele ich jetzt House Flipper. House Flipper, ein Spiel, in dem man andere Wohnungen renovieren muss, sauber machen muss, man muss Müll entsorgen, neue Sachen kaufen, wie zum Beispiel neue Heizung oder, keine Ahnung, Türen austauschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir hatten ein neues Spiel. Das ist eine Bruchbude hier. Willkommen bei House Flipper. Dieses Spiel ermöglicht es, dir Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Außerdem steht dir ein Laptop zur Verfügung. Deine Steuerzentrale. Okay. Was für ein Chaos. Ich muss hier aufräumen. Achso, den Müll kann man einfach so wegklicken. Wenn das mal in Wirklichkeit auch so einfach wäre. Öffnen. Das ist meine Bruchbude. Hey. Wie sieht das hier denn aus? Schon viel besser. Okay, den ganzen Müll kann man jetzt mal wegklicken. Schmeißen. So. Das sieht ja furchtbar aus. Und hier soll ich schlafen. Was ist das hier? Wo ist denn hier das Problem? So sieht alles gut aus. Beim Schießen hängt sie so runter, weil sie da nicht mehr verkantet ist. Dann lasse ich sie an. Sieht doch gleich viel besser aus. Und hier? Schließen. Geht die Tür nach innen auf? Okay, dann kann die auch aufbleiben. Sehr schön. Reinigen ist noch nicht verfügbar. Die Tür kommt wieder zu. Hauptsache, ich habe eine Kettensäge hier. Ich komme jetzt mir erstmal nach vor ein Nachtschränkchen. So. Ja. Was haben wir hier? Ein Aktenschrank, ein bisschen Werkzeug. Oh, dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast auch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob in deinem Passfach der erste Auftrag wartet. Okay. Windows 10? Mail. Okay, dann gucken wir mal. Sandra Ziegler hat mir geschrieben. Aha. Mein Ex hat die Heizung mitgenommen. Guten Tag, ich möchte gerne, dass mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebook sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und diese aus Wache verwüstet hat. Der Arsch hat sich da meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Schuss und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selbst nachrichtungsweise mit meinem Ex abrechnen. Beste Grüße, Sandra Ziegler. Okay, Frau Ziegler. Soll ich Ihnen am besten auch noch einen Vorschlaghammer in der Wohnung da lassen? Für die Abrechnung mit dem Ex. Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du direkt mit dem Mob reinigen. Das ist schön. Darauf habe ich gewartet. Gehen wir mal rein. Oh ja. Oh ja, hier ist einiges zu tun. Wir sorgen erstmal dafür, dass der Müll verschwindet. Die Pfandflaschen, die stecken wir natürlich in unsere eigene Tasche. So. Hier noch ein bisschen mehr Pfand. Ne, das sehe ich einfach mal als Spesen an. So. Da ist noch ein bisschen Müll. Hier ins Schlafzimmer. Keine Ahnung, was der Ex-Mann hier gemacht hat. Okay, und hier ist einfach nur schmutzig. Okay. So, was haben wir denn hier? Können wir sehen? Ja. Räume den Müll auf, reinige die Verschmutzung, montiere die Geräte. Okay, jetzt kann ich hier quasi mit dem Mob lang gehen und alles einfach aufwischen. Ja, sehe ich das richtig? Okay. Soweit, so gut. Schöne Boden, Wienern. Den Tisch machen wir auch gleich mit und hier die Flächen. Ja, wenn das zu Hause auch so einfach wäre, so zu putzen, dann hätte ich da richtig Spaß dran. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Mache ich später. Das interessiert mich jetzt erstmal nicht. So, Spüle schrubben. Oh ja, hier ist auch noch ganz viel. Schöne TV-Bank. Boden, Textilreinigung. Gar kein Problem für mich. Das sieht doch schon super aus. War jetzt immer noch ein bisschen schrubben. So. Ich glaube, das war es hier schon. Im Schlafzimmer. Ja, guck mal, wie einfach das Bett zu reinigen ist. Okay, was haben wir hier noch? Räumen wir den Müll auf. Da ist noch ein Karton. Zack. Eine Heizung sollen wir montieren. Hier.
Ab sofort steht dir dein Tablet zur Verfügung und drücke Tab, um es herauszunehmen oder einzustecken. Es ermöglicht dir Dinge zu kaufen, es wird in diesem Job nützlich sein. Ja, ich soll eine Heizung kaufen. Schauen wir doch mal. Heizung. Große Heizung oder Heizung? Eine Heizung. Es war die Rede von einer Heizung. Ja. Ja, hier möchte ich gerne montieren. Ach so, okay. Das Ding noch rein und das festschrauben. Hier nochmal genau das gleiche, den Thermostat. Zack, zack, zack. Schön. Haben wir alles erledigt? Alles fertig, Auftrag beenden. Ja, aber kommen wir so ein bisschen. Aufräumen können wir doch noch, oder? Weiß nicht, gibt es extra Kohle, wenn sie nach Hause kommt und merkt, oh Leute, was hier passiert? Hätte sie richtig Mühe gegeben. Den werde ich auf jeden Fall weiterempfehlen bei Facebook. So, dich kriegen wir dann nicht unter. Das ist natürlich ärgerlich. Bestimmt, steck einfach hier hin. So. So, du kommst dahin. Das sieht soweit gut aus. Die steht ein bisschen schief, glaube ich. So, der Fernseher. So. Sie sieht doch gleich viel freundlicher aus, ne? Was haben wir hier? Und passt Licht an. Machen wir es gleich ein bisschen gemütlicher. Wenn sie nach Hause kommt. Okay. Das sieht gut aus. Auftrag beenden. Ich gehe aber erst mal wieder raus. Auftrag beenden. Zack. 100% des Auftrages erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655 Euro abschließen. 655 Euro ist ein guter Stundenlohn. Das Arbeitszimmer ist meine Visitenkarte. So sehe ich das auch. Guck mal, jetzt komme ich hier, glaube ich, auch schon schrubben, ne? Dann machen wir es hier zu Hause doch. Nee, da geht's nicht. Ja. Ich weiß nicht, was davon alles Schmutz ist und was so gehört. Ich brauche gleich das dreckige Geschirr waschen. Jawohl. Die Wände. Ja gut, den Schimmel können wir damit wahrscheinlich nicht entfernen. Aber hier müssen wir rein, Leute. Auch hier einiges an Schimmelpilz vorhanden. Ja. Das. Nee, komm, wir gehen raus. Das muss komplett saniert werden. Das bringt so nichts. Schauen wir mal, ob wir einen neuen Auftrag haben. 2. Jens Grachner und Caroline Schmitz. Putzaktion in Garage. Hallo, kurz gesagt, die Garage muss entrümpelt werden. Da bin ich perfekt für geeignet. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Kann ich verstehen, Männer sind da so. Männer, bei Männern muss alles an seinem Platz liegen, auch wenn es unordentlich ist. Wir finden das wieder. Egal, wo es liegt. Okay. Garage. Wir gucken uns erstmal drin um, ne? So viel Zeit muss sein. Okay, alles ordentlich. Oh. Hier geht's weiter. Oh ja, haben sich schon Mühe gegeben hier im Haus. Schönes großes Badezimmer. Schreckliche Farbe für ein Kinderzimmer, aber gut. Jeder wie er will. Elternschlafzimmer. Badezimmer auch so blau. Die stehen wohl auf blau. Ja. Hier ist mein Arbeitsplatz. Wir entsorgen alles. Zack, zack, zack. Den ganzen Müll. Das ist auch Müll. Müll, Müll. Die ganzen Holzkissen sehen doch noch voll gut aus. Die kann man doch eigentlich noch verwenden. So. Oh, nee. Das ist ein guter Reifen. Guten Reifen sollen ja hier bleiben. Okay. Soweit so gut. Der Müll ist weg. Jetzt schrubben wir noch ein bisschen den Boden. Die fahren ja hier sehr rasant aus der Garage, so wie es aussieht. Oder es sind einfach nur Dreckspuren. Hier hat jemand ordentlich seinen Kaffee verschüttet.
Irgendwann haben wir noch was vergessen, so wie es aussieht. Hier auf dem Tisch, natürlich. Da auch noch was. Gut. Jetzt müssen wir noch die Fenster putzen. Machen wir die Fenster reinigen mit E. Okay. Das ist witzig. So. Streifenfrei, Freunde. Uns hätte ein professioneller Glasreiniger nicht besser machen können. Auftrag beendet. Soll es aber noch nicht gewesen sein. Ich stelle erstmal die Fahrräder hier rein. So. Hier das andere. Muss noch Platz für das Auto bleiben, versteht sich. Was haben wir hier? Okay, man kann es leider nicht öffnen. Das ist schade. Ich würde gerne. Okay. Wir wollen ja auch nicht ärgern, ne? Ja, raus hier. Das gab nur 397, okay. Gut. Was haben wir denn so für Fähigkeiten, Verbesserung? Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Aufräumen 25% schneller oder ein guter Mob? Guter Mob? Ich nehme jetzt mal einen guten Mob. Und 20% schneller aufräumen. Schaffen wir noch einen? Ja, ne? Komm. Drei. Heizkörper, Ammerrand, rote Wände und Vorbereitung für das Eintreffen des neuen Familienmitglieds. Das klingt doch schön, da helfen wir gerne. Guten Tag, meine wunderschöne Frau ist endlich schwanger und wir rennen wie verrückt, aber auch sehr glücklich hin und her und haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich habe ich selbst keine Ahnung, wo ich beginnen sollte, bevor meine Prinzessin auf die Welt kommt. Wir wissen schon ganz sicher, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein malerisches, winziges Häuschen für uns da gekauft. Leider muss er noch kräftig aufgeräumt und das Kinderzimmer vorbereitet werden. Kann ich mich darauf verlassen, dass ich dir wieder aufgeräumt bekommen kann? Beim Kinderzimmer denke bitte unbedingt daran, ein Bettchen zu kaufen, eine Wickelkommode, vielleicht ähnliche Spielsachen. Du hast halt doch viel Erfahrung, oder? Und male die Wände für unsere kleine Prinzessin unbedingt hellrosa an. Vielen Dank im Voraus und herzlich Grüße, Markus Seifert, bald überglücklicher Vater. So. Akzeptieren. Gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Okay. Ach, die Minimap sehe ich jetzt erst. Okay. Alle haben dieselbe Fußmatte. Überall im selben Laden eingekauft. So, erstmal muss der komplette Rotz hier raus. Oh Leute, wie leben die denn? Und hier wollen die mit dem Kind wohnen? Lass das bloß nicht die Supernanny wissen. Ist ja ekelhaft. Okay. So. Gut, der Müll ist weg. Fangen wir an zu wischen. Mit unserem guten Mob. Zack, 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 zack. Jo, der ist ja richtig gut. Der ist ja richtig gut, zumindest auf Oberflächen. Boden. Ja. Geht auch schneller auf jeden Fall. So. Textilreinigung. Perfekt. Ich kann den guten Mob auf jeden Fall für Textilreinigung empfehlen. Auch für die sanitären Anlagen scheint es hervorragend zu funktionieren. So. Gehen wir weiter. Zack. Mach das Bett. Ein Klick und das Bett ist gemacht. So, reinige die Verschmutzung. Hier haben wir noch einige Verschmutzungen natürlich. Ich weiß nicht, ob die Fenster da auch zugehören. So, die Fensterbänke noch. 70%. Wo haben wir denn noch Verunreinigung? Hier? Okay, das zählt auch dazu. Schrubb das jetzt. So. Okay, dann putze ich mal kurz die Fenster. Oh ja, da kann man ja kaum rausgucken. Wie schnell das ging. Ups, so. Oh, jetzt ein großes Fenster hier.
Auf die Plätze. Fertig. Los. Super schnell. Wo ist denn noch was schmutzig, Leute? Kann ich wieder runter? Danke. Ich sehe nichts. Kissen schmutzig? Da. Und da. Und hier der Boden noch? So. Schlafzimmer ist fertig. Diese Türen. Flur müssen wir natürlich auch noch sauber machen. Und dann können wir auch schon bald einziehen. Ich muss nur noch das blöde Kinderzimmer machen. Hätte man natürlich auch die Kartons nehmen können. Und dann einfach ein Kinderbett rausbasteln. Oh, das war ja schon richtig grün. Machen wir wieder Speed Cleaning vom Fenster. So. Aber ich bin hier noch nicht fertig, so wie es aussieht. Irgendwas ist ja noch. Und ich sehe es gerade wirklich nicht. Da hinten? Komme ich da rauf? 98%. Da. Okay. Da hat sie das versteckt. Ist ja auch... Okay, die Küche geht sogar tatsächlich. Wir haben noch ein bisschen die Wände. Ah. Ups, so. Auch das haben wir. Aber hier fehlt trotzdem noch was. Der Fenster. Oh Mann, dieser Auftrag hält mich ganz schön lange auf hier. Fensterbank noch. Ich glaube, das sollte das letzte Fenster sein. Hier machen wir die Fensterbank noch sauber. Okay. Hier haben wir auch alles. Hier hatten wir alles. Hier hatten wir alles. Und das hier soll wohl das Kinderzimmer werden. Okay. Machen wir erstmal den Boden sauber. Schade, dass ich mir die Farbe nicht selbst aussuchen durfte. Ich habe mir etwas Cooles einfallen lassen, glaube ich. Einen schönen Todesstern hier an die Wand. Aber ich habe anscheinend nichts zu sagen. So. 99% haben wir. Wo ist denn der letzte 1%, den ich vergessen habe, sauber zu machen? 99. Da. Okay. Jetzt müssen wir Pastellrosa kaufen. Wir kaufen erstmal M. So. Platzieren. Pinsel. Die saugt sich sogar richtig auf. Okay, ich verstehe. Was ist, wenn man mehrmals rüber geht? Oh, das kann ja dauern. Das kann ja echt dauern. Die Farbe wird auf keinen Fall reichen. Hier müsste man eigentlich erstmal weiß rüber. Neuen Fertigkeitspunkt. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Minimap. Dass wir da die Verschmutzung sehen können. Doch nochmal eine Eimer, ne? Eigentlich nochmal einen mittleren wahrscheinlich. Ich nehme nochmal einen mittleren. So. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich wusste nicht, dass er so viel Zeit in Anspruch nimmt jetzt. Mann, hält aber auch nichts aus, diese Rolle hier.
Ja, okay, gestrichen haben wir jetzt. Cool. Kann ich das einpacken? Brauche ich doch gar nicht mehr. Gut. Stellen wir den Kleiderschrank wieder hier in die Ecke. So. Sehr schön. Können Sie haben. Danke Ihnen. So, was brauchen Sie? Ein Kinderbett. Okay, die Farbe darf ich mir selbst aussuchen. Ich kriege ein schönes Blau. Kaufen. So. Dann brauchen Sie noch eine Wickelkommode. Blau. Definitiv auch blau. So, das Fenster. Und was brauchen Sie noch? Ein Regal. Ein schönes Kallax-Regal. So, das hier schön. Kirschbaum, Nussoptik. So. Und ein Sitzkissen. Blau natürlich. Na, hier eins vor die Steckdose und das andere grün, ne? In die Ecke. Zack. Auftrag erledigt. Sehr schön, oder? Sehr schön. Die Farbe. Ich würde sagen, damit haben wir den Auftrag auch erledigt. 100%, 400.000. Wow. Ich liebe Blumen, Menschen eher weniger. Ja, der Spruch hätte auch von mir sein können. Kundenstand 30.000. Das ist sehr schön. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall hier meine Bude ein bisschen streichen, würde ich sagen. Spinnenweben, okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne wissen. Wird mein Schrank zugemacht. Ja, lasst es mich gerne wissen. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Folge. Hoffe ich doch. Macht's gut. Bleibt gesund. Haut rein. Ciao.